Yasemin, guten Morgen. Hi, guten Morgen, Elif. Was machst du da? Ich drehe mein neues Video für meinen YouTube-Kanal. Ich kritisiere die Filme, die diese Woche veröffentlicht wurden auf meinem Kanal. Echt jetzt? Letzte Woche hast du auf YouTube ein Video hochgeladen gehabt und hast du eine Filmempfehlung abgegeben. Ich habe mir dadurch den Film angeschaut und den Inhalt auch besser verstanden. Danke dir, das war echt eine tolle Empfehlung. Ah, gerne doch. Und jetzt werde ich einen neuen Film bewerten. Oh, cool. Aber ist es denn nicht schwer, solche Videos zu drehen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon jetzt eine große Zuschaueranzahl bekommen und dadurch verdiene ich auch natürlich mein Geld. Außerdem wurde ich letztens zu einer Filmpremiere eingeladen und die haben mich nur durch meinen YouTube-Kanal erreicht. Ah, okay. Glückwunsch, das freut mich richtig für dich. Aber ist es alles nur dank YouTube? Wie bist du so erfolgreich geworden und hast so einen großen Kanal aufgebaut? Ja. YouTube ist eines der beliebtesten und dynamischsten Videoplattformen weltweit. Außerdem ermöglicht es nicht nur mir, sondern allen ein Video zu veröffentlichen. Du könntest dir auch überlegen, einen Kanal zu öffnen. Okay, wow, das sind ja richtig tolle Neuigkeiten. Denkst du aber, ich könnte auch damit anfangen? Aber wie soll ich das denn machen? Na klar. YouTube ist dafür bekannt, dass man ganz auf einfache Methoden Videos hochladen kann und teilen kann. Das heißt, du kannst es auf jeden Fall auch machen. Muss man dafür überhaupt Gebühren zahlen? Nein, ein YouTube-Konto ist kostenlos. Das Einzige, was du benötigst, ist ein Google-Konto. Aber soweit ich weiß, hast du doch eine Gmail, oder? Ja, schon, aber was soll ich denn den Leuten erzählen und würden sie überhaupt meine Videos anschauen? Jeder hat eine andere Motivation oder seine Gründe, auf YouTube unterwegs zu sein. Soweit ich weiß, bist du doch ganz gut im Kochen. Du könntest Rezepte veröffentlichen oder Kochvideos machen, die werden sehr oft gesehen. Also kann ich jetzt einfach ein Gericht kochen, ausprobieren und dann einfach das Video hochladen. Aber woher weiß ich denn, dass sind denn Leute zu sehen? Das wäre voll toll, Ayla, wenn du ein Video hochlädst und aufnimmst. Wie oft du dann angesehen wurdest, das kannst du dann auf YouTube selber sehen. Es gibt unterschiedliche Statistiken. Die Statistiken zeigen dir, wie lange ein Nutzer dein Video angesehen hat, aus welchem Land er dich angesehen hat, wie alt er ist oder sogar das Geschlecht wird dort angezeigt. Die Statistiken sind super wichtig für dich als YouTube-Produzentin quasi, weil du im Nachgang diese Statistiken interpretieren kannst und dann deine neuen Videos anpassen kannst. Oh Elif, du hast es mir so toll erklärt. Jetzt bin ich ganz neugierig geworden und keine Ahnung, ich habe einfach Lust, jetzt selber mich auszuprobieren einfach. Sehr gerne, liebe Yasemin. Ich wünsche dir viel Erfolg. Falls du nochmal was benötigst, melde dich bei mir. Vielen Dank, Elif. Ich werde mich dann jetzt mal ausprobieren gehen. YouTube ist mit Abstand die beliebteste und dynamischste Videoplattform der Welt und bietet jedem die Freiheit, Videos zu drehen und diese zu veröffentlichen. In dieser Plattform können Millionen von Videos aufgerufen werden, die unterschiedliche Themen zu bieten haben. Diese bieten ein breites Spektrum an Angeboten. So reichen die Videos hin von Musik bis Film, aber auch von Lehrinhalten bis unterhaltsamen Inhalten. Auf YouTube werden Videos direkt von einzelnen Personen hochgeladen. Die Website bietet den BenutzerInnen die große Freiheit, Videos zu drehen, hochzuladen, zu kommentieren und zu teilen.